Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video auf Freizeit zu zweit. Heute geht es um das Thema Fahrwerk, was es da für euch zu wissen gibt, was für Unterschiede es gibt und was ihr dabei umrüsten könnt und welche Lösungen wir vor wenigen Tagen eingebaut haben. Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Alle, die jetzt erwartet haben, dass ich mir in diesem Video die Hände schmutzig mache, ich muss euch leider enttäuschen. Heute gibt es ein Erklärbär-Video, weil als wir uns den Kastenwagen gekauft haben, haben wir uns ein Thema nicht gekümmert, technische Informationen und speziell Thema Fahrwerk, Bereifung. Das sind Dinge, um die haben wir uns überhaupt nicht gekümmert, was wir heute bereuen. Deswegen gibt es für euch ein Video, in dem wir euch mal die wichtigsten Dinge erklären wollen, was es zu beachten gibt, wenn ihr euch so ein Ding hier kauft. Wir wollen heute sprechen über Fiat Ducato Citroën Jumper. Was gibt es da zu beachten? Wenn ihr euch einen Kastenwagen kaufen wollt, da ist es vollkommen egal, ob der noch leer ist oder wie in unserem Fall schon fertig ausgebaut, ihr lest verschiedene Bezeichnungen. Ich dachte immer, das ist gar nicht so wichtig, aber das ist doch sehr wohl wichtig. Und jeder, der schon mal gesucht hat, wird wissen, was es da gibt. Und zwar, ihr habt zwei Unterschiede. Man redet immer von einem Light-Chassis oder von einem Heavy-Chassis. Und im Rahmen von Light oder Heavy findet ihr immer die Bezeichnung, ihr könnt es hier lesen, 35L, also 35 Light oder 35H, 40H, in dem Fall für Heavy. Das sind die Bezeichnungen. Im Falle von einem Citroën Jumper redet man meistens von einem Heavy, im Falle von einem Fiat Ducato von einem Maxi, aber die Basis und die Plattform sind die gleichen, deswegen unterscheiden wir das an der Stelle nicht. Und anhand der Bezeichnungen Light und Heavy, ihr könnt es euch schon erahnen, hier geht es hauptsächlich um das Thema Gewicht. Beim 35L ist es so, standardmäßig hat der Kastenwagen zulässiges Gesamtgewicht von 3300 oder 3500 Kilogramm. Normalerweise wirklich unterste Basis ist 3,3 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Meistens ist es aber so, dass die ganzen Firmen, die Kastenwagen fertig ausgebaut verkaufen, schon eine Auflastung auf 3,5 Tonnen macht, weil mit dem Gewicht, ihr kommt sonst überhaupt nicht hin. Das ist das, wofür die Bezeichnung steht. 35L, 3500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Und ihr habt bei dem Fahrzeug die Möglichkeit einer maximalen Auflastung auf 4000 Kilogramm. Da gibt es viele Voraussetzungen dafür und auf die möchte ich in dem Video gar nicht eingehen, weil sonst wäre das Video stundenlang und das erspare ich euch. Wenn ihr wirklich das Thema Auflastung irgendwann mal behandeln wollt, fahrt zu einer Firma, die sich damit auskennt. Die wird euch erzählen, was ihr machen müsst, was für Anforderungen es da gibt, was euch das kostet, dass ihr das Ganze anheben könnt. Aber Achtung, 4000 Kilogramm dürften wir mit unserem Führerschein gar nicht fahren. Also da müsst ihr drauf achten, weil ihr seid dann in der LKW. Da sprechen wir später aber nochmal drüber. Also wie gesagt, Light Chassis 35L, 3500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, maximale Auflastung auf 4 Tonnen. Beim Heavy Chassis geht das Ganze bei 3500 Kilogramm los. Bedeutet, egal was für ein Heavy oder Maxi Chassis ihr habt, 3500 Kilogramm ist das unterste zulässige Gesamtgewicht oder sogar 4000 Kilogramm. 4000 Kilogramm ist für die ältere Generation von euch durchaus interessant, weil das dürft ihr mit eurem Führerschein fahren. Wir leider nicht. Wir müssten dann LKW-Führerschein machen und für uns keine Option. Und ihr habt beim Maxi oder Heavy sogar die Möglichkeit, das Ganze auf 4800 Kilogramm aufzulasten. Eine super Sache, gerade wenn ihr vielleicht sowas wie einen Heckträger montieren wollt und da ein Motorrad oder einen Roller transportiert, ihr viele Sachen in eurem Fahrzeug habt. Super Sache, für uns funktioniert es nicht. Wir dürfen es nicht fahren und außerdem haben wir ein Light-Chassis, bei uns wäre da überhaupt bei 4000 Kilogramm Ende, aber wie gesagt, Führerschein ist für uns der limitierende Faktor. Lassen wir sein, wir haben ihren Hänger mit, für uns nicht interessant. Weiter zu den Unterschieden, was ihr von draußen bei den zwei Fahrzeugen seht, jetzt mal abgesehen davon, dass da hinten auf dem Heck noch was anderes steht, ist die Bereifung. Ein Light-Chassis hat standardmäßig eine 215/70 R15 Bereifung, das erkennt ihr von außen. Beim Maxi-Chassis ist es so, dass die, je nachdem, ob ihr die 3500 oder die 4000 Kilogramm Lösung habt, eine Bereifung habt von 115 oder 225/75 R16. Das ist auch zwingend erforderlich, weil das sind Faktoren wie Traglastindex von euren Reifen und nicht zu vergessen, auch von den Felgen. Das vergessen nämlich viele, die denken, die Reifen können das, also kann das die Kombination auch. Nein, aber oft ist die Felge der limitierende Faktor. Deswegen ist da beim Maxi-Chassis schon direkt was anderes drauf. Ihr könnt natürlich aufpreispflichtig, wenn ihr euch so einen Kastenwagen konfiguriert oder bestellt, bei einem Ausbauer schon ein Upgrade auf eine größere Bereifung mitbestellen. Ist in unserem Fall auch so, weil auch wir haben schon serienmäßig eine 215/75 R16 Bereifung drauf mit entsprechendem Drahtlastindex. Aber wie gesagt, es ist optional verfügbar. Hier reden wir vom Standard und was es da wirklich zu beachten gibt. Und das ist das, was ihr von draußen seht, was da hinten dran steht, aber was auch ein essentieller Punkt ist. Ihr müsst das ganze Gewicht ja irgendwie wieder zum Bremsen, zum Stehen kriegen. Und diese zwei Plattformen haben unterschiedliche Thematiken, was Thema
Bremse betrifft. Und zwar ist es so, beim Leitchassis haben wir an der Vorderrad- und an der Hinterradachse eine 280 mm Bremsscheibe. Das sind jetzt erstmal Maße, die nicht sonderbar interessant sein werden, aber wir vergleichen das ja und deswegen gehe ich hier drauf ein. Wie gesagt, 280 vorne hinten, an der Vorderradachse ist das Ganze innen belüftet, an der Hinterradachse nicht. Und beim Maxi-Chassis ist es so, dass wir an der Vorderradachse immer 300 mm innen belüftet haben und an der Hinterradachse, je nachdem, ob ihr den 35 oder den 40 habt, 280 nicht innen belüftet oder 300 mm innen belüftet habt. Und da seht ihr jetzt schon, dass auch innerhalb der Maxi-Reihe wirklich Unterscheidungen da sind zwischen der Plattform. Also Maxi oder Heavy ist nicht immer gleich Maxi oder Heavy. Und deswegen redet Fiat auch eigentlich von den Bezeichnungen immer nur von dem 40K vom wirklichen Maxi. Also eigentlich ist der 40K 4000 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht der richtige Maxi und der 35K eine abgespeckte, abgelastete Version davon. Aber ihr seht schon, gerade Thema Bremsen ist ein Faktor, wo es eine Unterscheidung gibt. Und nicht nur bei den Bremsscheiben, sondern auch beim Bremskraftverstärker. Viel Theorie, aber nehmt es einfach mit als Information. Alle Modelle, der Light und auch der 35K, haben einen ganz normalen Bremskraftverstärker. Einen, der wirkliche Maxi, also der 40K, hat zwei. Bedeutet, ihr habt viel mehr Potenzial, das ganze Gewicht und vielleicht ist da auch ein Anhänger noch hinten dran. Die haben nämlich auch eine deutlich höhere Anhängelast, die ihr an so einen Maxi oder an den 35K hängen könnt. Das kriegt ihr auch viel besser wieder zum Stehen. Zusätzlich zum Bremskraftverstärker gibt es noch zwei Dinge, die eigentlich essentiell sind, die man wissen sollte. Die Getriebeübersetzung. Beim Maxi ist es so, dass bei den zwei Fahrzeugen eine andere Getriebeübersetzung da ist. Das hängt auch damit zusammen, dass es die gar nicht in den kleinen Motorisierungsversionen gibt, die es beim Leitchassis ist. Und ihr habt natürlich einen essentiellen Unterschied und das ist mit Hauptthema dieses Videos. Fahrwerk, weil ihr habt beim Maxi oder Heavy Chassis verstärkte Fahrwerkskomponenten. Und das ist was, wo wir uns heute in den Arsch treten könnten, dass wir da nicht Wert drauf gelegt haben, weil wir haben unsere Reise begonnen mit einem 35L, bedeutet 3500 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, sonst nichts. Ja, wir waren mit unserem Fahrzeug mal auf der Waage und erschreckend mussten wir feststellen, dass wir leer. Wir hatten nur zwei Gasflaschen dabei, einen leeren Wassertank, ein bisschen Geschirr, keine Getränke, nichts. Bereits bei über 3200 Kilogramm sind. Also hier keine Chance. Da hätten wir die Unterhosen zu Hause lassen können. Ob das wirklich zielführend ist, weiß ich nicht. Zum Glück haben wir 3500 Kilogramm, aber auch nur 200 Kilo Zuladung. Und glaubt mir, das ist sehr, sehr schnell erreicht. Also Fahrräder irgendwo hinten drin oder irgendwas, no way, keine Chance. Ja, Thema Fahrwerkskomponenten. Es ist so, dass ihr beim Maxi, und das wollte ich euch hiermit zeigen, verstärkte Fahrwerkskomponenten habt. Bedeutet an der Vorderradachse verstärkte Schraubfedern und an der Hinterradachse, je nachdem welches Modell ihr habt und von welchem Baujahr, eine doppelte Blattfeder, weil ein Ducato oder ein Citroën Jumper haben grundsätzlich hinten Blattfedern. Da habt ihr beim Maxi entweder eine doppelte Blattfeder oder eine verstärkte Blattfeder. Und das ist was, wo wir uns echt ärgern, dass wir keinen Wert drauf gelegt haben, weil das Upgrade von hier nach da kostet, glaube ich, irgendwas um die 300 Euro. Und das ist nichts dafür, dass ihr deutlichen Mehrwert habt. Wie gesagt, bei uns, das Ding war fertig. Wir konnten uns das nicht wirklich aussuchen, haben auch zu der Zeit keinen Wert drauf gelegt. Deswegen gibt es ja auch für euch das Video, dass ihr das vielleicht eher tut wie wir, weil wir haben euch schon verraten, wir sind mit dem Fahrgefühl von unserem Bus echt nicht zufrieden. Hängt damit zusammen, das Ding ist schwer. Ein Fiat Ducato ist eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, zumindest das Modell ist gar nicht dafür ausgelegt, immer unter voller Beladung zu fahren. Und wir haben ein Wohnmobil, das Ding ist immer nahezu voll beladen. Dafür ist der gar nicht gemacht, weil konzipiert ist das Ganze für eine Wechselbelastung. Die haben wir hier nicht. Bedeutet, das Ding läuft an der Anschlagsgrenze vom zulässigen Gesamtgewicht und es fährt sich echt nicht gut. Und wir reden jetzt hier noch gar nicht davon, dass wir unseren Olaf da hinten an der Anhängerkupplung haben, weil der hebelt uns das komplette Fahrzeug nahezu komplett aus. Wenn wir unseren Wassertank voll haben, 90 Liter Wasser, auch noch auf der Hinterradachse, wir haben die Flanke von unserem Reifen kaum mehr sehen können, weil das Fahrzeug ist so tief eingesunken vom Fahrzeugniveau, weil die Fahrwerkskomponenten einfach überfordert damit waren. Und jetzt kommen wir auch zum Thema, was kann man da tun und was haben wir getan? Ihr habt eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tauscht Fahrwerkskomponenten aus oder ihr baut zusätzlich was ein. Weil der einzige Punkt, an dem wir eigentlich irgendwas machen können, ist das hier. Wir können Fahrwerkskomponenten verändern. Wir können vielleicht noch eine Radreifenkombination verändern. An allem anderen könnt ihr mit einfachen Möglichkeiten eigentlich gar nichts tun. Und Fahrwerkskomponenten ist jetzt wieder das Thema. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr die Reise mit Stahl oder mit Luft. Was meine ich mit Stahl oder mit Luft? Ihr könnt
Fahrwerkskomponenten tauschen bedeutet, ihr baut euch stärkere Schraubfedern ein. Beispiel an der Vorderradachse, weil da habt ihr Schraubfedern, da könnt ihr stärkere Schraubfedern verbauen. An der Hinterradachse habt ihr Blattfedern. Da könntet ihr jetzt eine Doppelblattfeder verbauen oder eine stärkere Blattfeder verbauen oder eine Zusatzschraubfeder verbauen, die quasi ein bisschen Belastung von der Blattfeder abnimmt und auch hier wieder das komplette Fahrzeugniveau vorne und hinten hebt. Das ist die Möglichkeit, mit Stahl zu gehen. Jetzt könnt ihr aber auch mit Luft gehen. Was heißt Luft? Ja, Luft heißt, Stahl kommt raus und Luft kommt rein. Also vorne ja, hinten kommt Luft dazu. Das heißt, die Blattfeder wird nicht demontiert und ihr bekommt nur einen Luftbalg, sondern der kommt dazwischen, zwischen Fahrgestell und Blattfeder, also Achsaufnahme. Und das ist, glaube ich, das Komfortabelste, was ihr haben könnt. Wir haben eine Probefahrt mal gemacht mit so einem Ding mit Vollluftfahrwerk und es war schon cool. Ihr habt Knöpfchen vorne im Display, mit denen ihr das Fahrzeugniveau regulieren könnt. Ihr könnt Luftdruck regulieren, je nach eurer Beladung. Bedeutet, das Fahrwerk wird ein bisschen weicher abgestimmt oder härter abgestimmt. Aber das ist ganz schön teuer. Und wir haben gesagt, wir möchten unseren Kastenwagen, der ja an sich schon relativ günstig war, auch eigentlich günstig lassen, weil sonst hätten wir uns auch gleich einen teuren kaufen können. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt kommen wir zu unserem Ausbau, die billigste Fahrwerks-Upgrade-Alternative einzuschlagen, die es gibt. Verstärkte Schraubfedern an der Front, Zusatzschraubfedern am Heck. Ich nehme euch jetzt erstmal mit um das Auto und zeige euch mal, wie das Ganze dann aussieht, soweit wir denn was sehen. Wir schauen uns das jetzt mal an, dann nehme ich euch mit. Ja, los geht's. Jetzt mache ich mich doch schmutzig. Der ein oder andere wird sich jetzt die Frage stellen, warum zeige ich euch eigentlich, was wir hier um- oder ausgebaut haben und gar nicht, wie wir das Ganze machen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir haben den Umbau nicht selbst gemacht. Ich habe mich da in die Thematik eingelesen und eigentlich wollte ich das auch selber machen. Ich hätte mir das an der Hinterradachse auch definitiv zugetraut. Das seht ihr nämlich später, dass das gar nicht so schwierig ist. Aber an der Vorderradachse, ja, da muss ziemlich viel raus und ihr habt irgendwann ein Federpaket. Das müsst ihr unter Spannung lösen, die Feder demontieren, eine neue Feder rein, wieder spannen und das ganze Zeug wieder rein. Ihr müsst im Interieur das halbe Armaturenbrett muss raus. Das sind Dinge, da habe ich gesagt, ich möchte sowas ungern machen. Deswegen sind wir da in eine Fachwerkstatt gefahren, mit der wir schon auf der CMT Kontakt hatten. Und eigentlich wurde uns zugesichert, dass wir euch da mitnehmen können, um den Ausbau auch zu zeigen. Aber als ich dann vor Ort war, gab es da leider Mitarbeiter, die hatten was dagegen. Die wollten nicht gefilmt werden, das mussten wir respektieren. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir legen den Faktor mehr drauf, dass wir euch die Unterschiede erzählen und zeigen, was bei uns aus- oder umgebaut wurde und zeigen euch den Umbau selber nicht. Es ist schade, aber wir konnten es nicht ändern. Trotzdem will ich euch mal das zeigen, was man sieht, was hier passiert ist. Ja, aber so viel sieht man hier gar nicht, weil es ist eine schwarze Schraubfeder. Goldschmidt ML Federn und dafür musste hier, wie gesagt, ganz schön viel ab. Ich konnte mir das Ganze anschauen und die Arbeiten hier hätte ich mir nicht zugetraut, auch wenn ich handwerklich nicht ganz unbegabt bin. Hinten sehen wir ein bisschen mehr, bedeutet, ich kletter unter das Auto, da nehme ich euch jetzt mit und dann zeige ich euch mal, was hinten passiert ist und wie diese Lösung aussieht mit diesen Zusatzschraubfedern. Und jetzt liegen wir unter dem Auto und jetzt seht ihr mal, wovon ich gesprochen habe. Das Teil da hinten, das sieht so ein bisschen aus wie das, was wir vorne an der Vorderradachse gesehen haben. Es ist ja schließlich auch eine Schraubfeder. Die wird jetzt hier zwischen der Blattfeder, das ist dieses große Stahlteil hier unten, und zwischen eurem Fahrgestell montiert. Und dadurch, dass die Feder eine gewisse Vorspannkraft hat, die jetzt hier natürlich zwischen Fahrgestell und Blattfeder wirkt, nimmt das Ganze ein bisschen Belastung von eurer Blattfeder ab, hebt das komplette Fahrzeugniveau nach oben und bietet natürlich auch während dem Fahren, seien es Schlaglöcher oder irgendwas anderes, eine zusätzliche Kraft, die euer Fahrzeug einfach an Widerstand hat. Und so sieht das Ganze aus, was hier eingebaut wurde. Und das hätte ich mir auch definitiv selber zugetraut einzubauen, weil das ist gar nicht so schwierig. Ihr braucht einen Wagenheber, mit dem ihr hinten euer Fahrzeug einfach anheben könnt. Wird es einfach dazwischen montiert, dann wird das Fahrzeug wieder abgelassen und mehr ist es eigentlich nicht. Also das hätte ich mir zugetraut, Vorderradachse nicht. Aber was war bei uns denn eigentlich der Grund, warum wir noch gesagt haben, wir lassen das einbauen? Natürlich war ich froh, dass es uns jemand abnimmt, aber die Mehrkosten für den ganzen Einbau, die waren gar nicht groß. Ich habe mal durchgerechnet, was mich die Komponenten alleine eigentlich kosten würden. Und die Differenz zum Einbau inklusive TÜV-Gutachten und, waren knappe 300 Euro. Und seien wir mal ehrlich, für 300 Euro Unterschied lohnt sich es eigentlich nicht,
den ganzen Aus- oder Einbau selber zu machen. Ich kletter unterm Auto wieder raus. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Fahrwerk, schreibt ihr unten in die Kommentare. Es würde mich auch mal interessieren, ob andere genau die gleichen Komponenten eingebaut haben wie wir. Weil es gibt, glaube ich, nicht so viele, die auch hinten nur Schraubfedern einbauen anstatt von Luftbälgen. Schreibt es in die Kommentare, was euer Fazit ist, wie ihr das Ganze findet. Wir werden noch mal ein Langzeitfazit machen, auch wenn wir mit Olaf unterwegs waren. Das kommt zu späterer Zeit, aber ja, im ersten Moment, Thema Fahrwerk ist bei uns. Haken dran und viel Spaß, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Wer das noch nicht getan hat, abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat, dass wir es besser machen können. Ich will jetzt hier unterm Auto raus und viel Spaß, bis zum nächsten Video. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Macht's gut.